Art Spiegelman ist in seiner Arbeit dem Journalismus verpflichtet. Gründliche Recherche, präzise Darstellung, integre Haltung. Darin hat Spiegelman einen Bruder im Geist, den Genfer Comic-Journalisten Patrick Chappat. Chappat wiederum nennt Spiegelman als Vorbild. Chappat durfte dieses Jahr in Sydney einen Filmpreis entgegennehmen für seinen Kurzfilm Death is in the Field. Auf dem Feld lauert der Tod. Die Zeit reicht uns jetzt noch für diese ebenso einfache wie eindrückliche Erzählung. An jenem Tag gehorchten die Buben nicht. Ashraf 12-jährig und Khoder 13-jährig. Anstatt auf der Straße zu bleiben, nahmen die beiden Brüder den Weg durch den Wald. Sie suchten Pinienzapfen, als ihr Schubkarren gegen einen Stein stieß. Ashraf, der Kleinere, hob ihn auf. Was die Kinder gefunden hatten, war kein Stein. Ashraf wurde getötet. Sein Bruder überlebte mit Verletzungen im Bauch. In diesem Land der Oliven, Gewürze und Mandelbäume waren Samen ausgesät worden. Samen aus Metall. Sie spenden nicht Leben, sie nehmen es. Es sind Streubomben. Zweieinhalb Jahre nach dem Krieg bin ich hier im Libanon, um zu sehen, wie die Menschen mit dieser Bedrohung leben. 2006 lancierte Israel eine Offensive gegen die Hisbollah im südlichen Libanon. In den letzten drei Tagen wurden Streubomben mit 1 bis 4 Millionen Submunitionen abgeworfen. Viele explodierten nicht und die ganze Region wurde zu einem gigantischen Minenfeld. In Marjayun, einem christlichen Dorf im Süden des Landes, befindet sich eine von Nonnen geführte Schule. In den letzten Tagen der Offensive sah Schwester Emily diese seltsamen Bomben fallen. Zweieinhalb Jahre später sind die Geister des Krieges immer noch da. Früher haben die Kinder im Frühling im nahen Pinienwald gepicknickt. Heute wagt sich niemand mehr dorthin. In einigen Dörfern dürfen die Kinder immer noch nicht draußen spielen. Wie in Helta, einem sunnitischen Dorf in der Nähe. Helta wurde schon früher gemieden, weil es an der israelischen Grenze liegt, die völlig vermint ist. Nach dem Krieg entdeckten die Dorfbewohner eine neue Gefahr. Die Straße war übersät mit den kleinen Dingern. Sie waren überall. Niemand wusste, was es war. Die libanesische Armee warnte sie: Fasst nichts an, wir kommen. Anstatt zu warten, warf ein Dorfbewohner 150 davon ins Feuer. Als die libanesischen Soldaten kamen, waren sie verblüfft. Normalerweise explodieren diese Bomben bei der leichtesten Berührung, bei der geringsten Vibration. Gott musste beschlossen haben, diesen unfreiwilligen Minenentschärfer 150 Mal zu verschonen. Die fachgerechte Minenentschärfung in Helta dauerte einen Monat. Dann gingen die Bauern wieder auf ihre Felder. Auch Ali Scheble. Ali ist der Vater von Ashraf und Khoder. Ein paar Monate später trat Alis Schwager auf einen Blindgänger. Und dann traf es Ali selber. Mein Sohn ging vor den Ziegen und ich hinter ihnen, auf dem gleichen Weg, den wir jeden Tag nahmen. Sie explodierte unter meinem Fuß. Nie wieder wird Ali mit den Ziegen aufs Feld gehen. Er hat sie verkauft. Jetzt ist er gefangen in seinem Haus, in einem belagerten Dorf. Ein
Eine Streubombe versprengt 80 bis 650 Explosionskörper über eine Fläche von mehreren Fußballfeldern. 30 bis 40 Prozent dieser Granaten explodieren nicht. Sie fallen auf den Boden und werden zu tödlichen Zeitbomben. Solche Blindgänger liegen überall im Libanon. Einige sind aus dem Vietnamkrieg. Sie rosteten schon, als sie abgeworfen wurden. Schiitisches Gebiet im Südlibanon. Ein Hügelzug mit Dörfern, der sich bis ans Meer erstreckt. Eine Hochburg der Hisbollah und somit das Hauptziel der Israeli. In einem kleinen Dorf in dieser Region besuche ich Rasha Sayoun. Sie ist 19 Jahre alt. Im Fall von Rasha kam die Bombe zu ihr, in ihr Haus. Ihr Vater hatte einen Sack Thymianzweige gebracht, die er tagsüber gepflückt hatte. Die Familie macht daraus Sträuße und verkauft sie. Alle waren um den Sack versammelt. Als Rasha ihre Hand hineinsteckte, fühlte sie etwas Kaltes. Die ganze Familie hätte getötet werden können, aber es traf einzig Rasha. Die Bombe zerfetzte ihr linkes Bein. Sie geht in eine spezielle Schule. Dort lernt sie nähen. Machst du das gern, Rasha? Natürlich gefällt dir das. Rashas Gesicht hält sich auf, als ich sie frage, was sie werden will. Ich möchte Modezeichnerin werden. Seit dem Unfall schließt sie sich in ihrem Zimmer ein und zeichnet und zeichnet. Kleider, Schleier, all die schönen Dinge, die sie in ihrem Kopf sieht. Können wir sie sehen? Nein, leider hat eine italienische Filmcrew ihr Skizzenbuch mitgenommen und es ihr nie mehr zurückgebracht. Heute gebe ich ihr meines. Streubomben wurden in Nazi-Deutschland entwickelt und werden seither eingesetzt. In Afghanistan und im Irak von den USA, in Kosovo von der NATO, in Georgien von den Russen. In Laos warfen die Amerikaner in den 1970er Jahren 270 Millionen Streubomben ab. Diese verursachten 11.000 Opfer, wobei jedes Jahr Dutzende hinzukommen. Ende 2008 unterzeichneten in Oslo 94 Länder ein Streumunitionsverbot. Die USA, Russland, China und Israel unterzeichneten nicht. Heute ist im Libanon jedes fünfte Todesopfer ein Minenentschärfer. 18 Quadratkilometer müssen noch gesäubert werden und die Gelder dafür schrumpfen. Ich versuchte mich als Minenentschärfer. In 43 Tagen haben wir hier 17 Explosionskörper entschärft. Gut, du bekommst einen Schutzanzug und einen Helm. Aber vorher musst du diese Erklärung unterzeichnen. Verdammt, meine Blutgruppe. Ich bin der Einzige, der sie nicht weiß. Bereit? Streubomben sind ein Albtraum für den Minenentschärfer. Sie sind überall. Wenn du auf die Füße schaust, kann dir eine auf den Kopf fallen. Habt ihr je versucht, gleichzeitig nach oben und nach unten zu schauen? Wir sind in einem Gebiet, das gesäubert werden muss. Ein Dutzend Spezialisten prüfen Meter um Meter mit einem Suchgerät, manchmal mit bloßem Auge. Hussein Alaya ist mein Begleiter. Er ist 38 und hat zwei Kinder. Er arbeitet seit 8 Jahren als Minenentschärfer. Eine Bombe fanden wir hier, 8 Zentimeter unter der Erde. Die Besitzer arbeiten seit 3 Jahren auf dem Feld. Wartet, ein kleines Detail. Ich habe meinen Helm vergessen. Und wo ist mein Schutzanzug?
Eine kleine Metallkugel genügt, um Angst zu verbreiten, ein Feld unbebaubar zu machen, Bauern zu zwingen, ihre Ernte verrotten zu lassen und Menschen nach Hause zu schicken. Vor meiner Rückreise lerne ich Abdel Amir Haider kennen, einen Bauern aus der Gegend. Abdel verlor mehrere Ernten und sein Einkommen schrumpfte um die Hälfte. Andere Bauern waren weniger vorsichtig und mussten teuer dafür bezahlen. Ich bin froh, dass ich lebe. In der Nähe seines Bauernhofes blüht ein Mandelbaum. In dessen Schatten liegt eine Streubombe. Wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche schlummert sie.